User in your channel started recording. Hey, der jetzt das Intro macht, also mit bisschen Unterstützung, kann sich einen Willenskraftpunkt verdienen. Flummi hat Opa gegessen. Okay. Flummi hat Opa, Moment, Flummi hat Opa gegessen? Sophie. Flummi hat Opa gegessen. Das reicht mir nicht, du kleiner Heckenpenner. Ja, Sophie hat auch Opa gegessen. Und dabei hatte er Geburtstag. Genau, das war voll fies. Ich hätte ihm quasi die Kerze ausgeblasen. Wie immer. Der gefällt mir. Gott, das gehört zu den Weichteilen. Ich will das... Nein. Aus meinem Kopf. Was gehört zu den Weichteilen? Na, die Weichteile. Weißt du? Ja, die Weichteile gehören zu den Weichteilen. Das stimmt auch. Ja, so Dinge, die man schnell essen kann. Hä, du isst doch aber nicht die Eier. Hast du überhaupt schon mal Hoden gegessen? Das ist... Das will man nicht, aber... Im Rohzustand ist das nicht sonderlich erquicklich, kann ich mir vorstellen. Also ich habe nur hier... Wie waren die? Gebraten waren die. Und? Die waren lecker. Ernsthaft? User in your channel timed out. Oh. User entered your channel. Nice. Uh-huh. Ne, die waren echt okay. Das ist dann ein guter Vergleich. Tatsächlich wie von der Konsistenz her wie fleischigere Eier gekocht, verstehst du? Hä? Nee, ist auch wirklich so. So ein bisschen, vielleicht minimal gummiartig wie, wie heißt denn das gleich? Grillkäse, wenn der nicht so geil ist. Und aber halt mit diesem typischen leichten Fleischgeschmack. Das war nicht schlecht. Also Truthahnhoden kann ich mit der richtigen Zubereitung durchaus empfehlen. Okay. Ich meine, ich finde das immer so lustig, wenn ich sowas sage und die Leute, wie kannst du das denn essen? Du bist ja voll merkwürdig. Ja, du isst einfach täglich, nicht täglich, aber du isst andauernd irgendwelchen Schweinedarm. What? Das ist allerdings richtig, ja. Das ist halt Döner ist auch nur das Beste drin, weißt du? Natürlich. Es ist halt ungewöhnlich. Man ist es halt in diesem breiten Grad nicht gewohnt. Ja, mein Gott, die Leute sollen sich mal zusammenreißen. Meerschwein schmeckt übrigens tatsächlich wie Hühnchen. Ja, das hat mir mein Schwager auch schon gesagt. Sehr gut. Das Wichtigste haben wir also geklärt. Sophie hat Hühnchen gegessen. Was war denn bei dir los? Das ist mir noch kein Willenskraftpunkt wert. Ich habe ein bisschen Leute beleidigt, die ich vielleicht nicht hätte beleidigen sollen. Aber ansonsten habe ich eine nette Unterhaltung mit unserer Baroness geführt. Sie hat mich nach Leipzig eingeladen. Ich habe ein bisschen rumgeweinert, weil ich ja doch noch einen Menschen auf dem Gewissen habe. So ein bisschen. User in your channel timed out. Ich glaube, das wird heute irgendwie schwierig mit ihr. Wir brauchen Flummi nicht zum Spielen. Der braucht schon Flummi, ja. User entered your channel. Aber ich muss erstmal ganz kurz diese Voice-Nachricht ausschalten. Meldung, ne? I think so. Wo ist denn hässlicher Ficker, wurde rausgeschmissen und kam wieder rein? I don't know. Okay, lassen wir es jetzt so. Genau. Sof und die war tatsächlich irgendwie Sof und ein bisschen noch. Nee, der Vermieter war ja gar nicht, ne? Nee. Was ist denn heute los? Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht, aber schön, dass, ja, aber schön, ich dass verstehe du dich hörst. Dich nicht. Ja, er ist immer wieder nicht so wichtig. Licht aufleuchten und höre einzelne Wortfetzen, an derer ich mir zusammenreimen muss. User in your channel timed out. Zusammenreimen muss? Timed out. Okay, alles klar. User entered your channel. Was lädst du denn eigentlich runter mit deinem Internet? Die Pornos von mir, die ich letzte Woche hochgeladen habe. Wieso lädst du... Okay. Das ergibt Sinn. Muss das ausstellen. Keine Ahnung. Whatever. Genau. Viel Spaß und so. Juhu. Ey, David.
Ja. Dein Fluch ist weg, Punkt 1. Yay. Du hast angefangen zu arbeiten, Punkt 2. Nee. Du bist voll geheilt, übrigens. Punkt Boah, 1. das finde ich allerdings schon wieder cool. Kannst mal wegen einen Willenskraftpunkt bekommen. Yay. 3 von 4 hast du sogar, na gut. Des Weiteren verhält es sich so, dass du ja Weihnachten nach Hause fährst, bisschen eher und du kommst ein bisschen später zurück. So 21. bis 29. steht hier, das wird schon stimmen. Mhm. Erzähl mal. Weihnachten im Hause Husteden. Naja. Was ist denn da so? Die Frage ist erstmal, ist am 21. noch Madame, oder ist Madame schon am 21. Nein. zu Hause? Dann kriegt sie von mir auch nur eine etwas beleidigte, dass sie ja auf ihrem Geburtstag nicht zu Hause ist. Oh shit, ich hab übrigens was vergessen. Du kriegst eine Karte aus Kanada. Ich hab vergessen, was drinstehen sollte. Dass es ihr gut geht und sie zurückkommt, aber dass es halt, weil es weit weg ist, jetzt ein bisschen dauert. Und da sie unerwartet dort war, also jetzt grob, ne? Kann sie halt nicht jetzt einfach einen Flug nehmen und selbst der wäre ja teuer. So ungefähr. Unerwartet nach Kanada ist eine Aussage, die man mal treffen kann. Ich bin zufälligerweise unerwartet in Kanada aufgetaucht. Ja, ja. Also, gut, ich weiß nicht, wie das recording. Schön. Dann schreibe ich dir einfach nur ein, ey, schade, dass du nicht hier bist. Herzlichen Glückwunsch, bla. Ne? Lass dich mal wieder blicken. Und dann zu Hause bei den Husteins, ja. Das ist halt, was soll man sagen? Das ist halt, Familie ist im Kreise vereint. Gibt's denn da immer das gleiche Essen? Gibt's denn da immer das gleiche Essen? Nicht unbedingt. Immer, Mutter ist da ja sehr abwechslungsreich. Das ist, die kann sich da auch durchaus was, Neues mal einfallen lassen. Dieses Mal gibt es ganz klassisch eine Gans, also eine gebratene Gans. Und die Weihnachtsgans halt. Und wird da viel getrunken? Na sicher. Vor allem ist man sich ja mittlerweile, sind die meisten ja Flügel, dementsprechend sind die ersten Tage wunderbar. Und dann fängt halt auch ein bisschen der Weihnachtsstress an, wie das halt so üblich ist, wenn man dann auf einmal aufeinander klopft, was man gar nicht mehr gewohnt ist. Aber das ist nur unterschwellig, weil man will ja auch, man mag sich ja trotzdem eigentlich. Ja, man ist es nur nicht mehr gewohnt. Ja. Man ist es halt nur nicht mehr gewohnt. Nee, man hat nicht festgestellt, dass. Na egal. Auf jeden Fall, da gibt es ja bestimmt dann irgendwann nach Weihnachten auch mal irgendwie ein Dorffest oder was immer bei irgendjemandem stattfindet und da dann, oder? Stephanus steinigen, meinst du? Was für ein Ding? Den Stephanus steinigen. Die Erklärungsbedarf. Naja, man steinigt den Stephanus. mit anderen Worten, man geht am 25. ist es, geht man raus und betrinkt sich mit seinen Freunden. Und Punkt. Und der Name kommt vom heiligen Stephanus, keine Ahnung. Hat man den gesteinigt, ja? Und war bei der Steinigung Weibsvolk anwesend? Nein. Also Stephanus steinigen ist halt eine Tradition und ich glaub dir das, ich bin nur, ich freue mich, dass mein Dings erweitert wird und so. 26.12. ist das noch. 26. Geil. Nicht 25. Geil. Ich muss gerade gucken, warum das Stephanus Steinigen heißt. Ich will das gar nicht ganz genau. Eigentlich will ich es schon wissen. Ja. Erzähl mal. 26. Dezember als Gedenktag des heiligen Diakon Stephanus gefeiert. Bla bla bla. Es ist ein Erzmärtyrer, Märtyrer halt. Und der hat sich zu Tode gesoffen, wegen des Glaubens. Naja, das ist halt, naja, da wo ich herkomme,
trinkt man halt aus Anlässen. Ach so, bei jeder Gelegenheit quasi. Ja, also wenn man morgens aufsteht, ist das quasi schon, ey, man hat einen inneren... Ich hab den Fuß aus dem Bett bekommen, wo ist denn mein Shoppen? Ja, eben. Also das ist voll, ne? Bevor die Hände anfangen zu zittern, muss man auch was trinken. Nee, das stimmt. Du kannst auch das Lenkrad sonst gar nicht gerade halten, wenn du nicht so einen kleinen eben Asbach-Uralt reingekippt hast. Vernünftig. Wir trinken schon was ein bisschen was Besseres. Wir trinken ja Berentzen, Heid oder Roche. Weil die drei Firmen, die ich jetzt hier mal erwähnen musste, kommen alle aus dem sogenannten Dorf Fuselünne. in Fachkreisen auch Haselünne genannt. Fuselünne ist halt, da sind sich halt genau diese drei Firmen durchaus im Dreieck gegenüberstehend. Das heißt halt schon einfach Fuse. Ja, alles klar, wir trinken hier was Besseres. Das Zeug ist wirklich hochqualitativ. Also, ja, ja. Halt jetzt nicht so wie. Berentzen kennst du ja, obwohl die kommt aus dem. Berentzen kennst du halt. Klar. Ich glaub dir das. Der gute Berentzen. Das sind alles, noch überall alles Hersteller für Korn. Dementsprechend das Beste vom Besten der Besten. So. Was ich dir sagen kann. Ah, du findest ein paar Dinge aus deiner Kindheit. Die im Wesentlichen Paraphernalia sind. Oh, nice. Je nachdem, irgendein Spielzeug von früher oder so ein Shit. Das heißt, die sind aber extrem instabil. Das heißt, die werden sich auflösen, wenn du ankommst. Das heißt aber auch, du hast es wieder voll, das Glam-Ö. Wupp, wupp. Wie ich in Weihnachten. Und du kommst nach Hause und es ist wie zu Hause. Ist auch nicht das erste Jahr, wo du weg bist. Aber naja, das, was dich seit 6 Monaten bewegt hat und seit deinem Umzug, das kannst du halt keinem erzählen. Ja, das ist eigentlich schon schade, ja. Schon sehr schade. Dass quasi den Fuß in eine neue Welt setzen können, aber deswegen stehst du auch nur noch mit halben Beinen der Alten. Wie war das mit dem Eschiat? Darf man nicht prägen, sagst du, ne? So ein Kacke. Ja. Naja, wenn ich mich in Fehlgestalt zeige, dann vergessen die das wieder, ne? Je nachdem. Also, die vergessen viel davon, ja. Viel oder alles? Kommt drauf an, wie banal die sind. Je banaler die sind, desto mehr vergessen die. User in your channel is recording. Das ist aber kacke. Kann ich den Leuten das auch irgendwie austreiben, dass die das wissen? Du nicht. Das ist natürlich praktisch. Dann, Also die sind vermutlich nicht so unbanal, dass sie da genug in Erinnerung behalten und die Leute rechtfertigen all das immer sehr gut vor sich, was sie gesehen haben. Aber ich meine, wenn du dich in Feengestalt zeigst, was willst du denn dazu sagen? Das ist allerdings richtig. User in your channel timed out. Nice. Ach, übrigens, ihr wisst schon, ich bin so eine Art Halbgott. Deswegen musste Tim sterben. Hab mich lieb. Ich kann da übrigens nichts für. Ihr habt mich so gemacht. User entered your channel. Ich glaube, das ist schwierig. Denke ich nämlich auch. Ja, nee, dann werde ich mich denen wohl nicht anvertrauen heute. Klingt vernünftig. Leider. Okay, Flumade, bist du stabil? Ich glaube, die fliegt gleich. 5, 4, 3. 3, 2, 1. Flumade, du bist also stabil. Ich gebe es gleich echt auf. Ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn mit deinen beiden Rechnern? Ich weiß es nicht. Es scheint irgendwas mit Windows zu tun zu haben, wobei ich bei dem anderen Rechner schon alles ausgestellt habe, was in irgendeiner Form auf automatische Updates gehen könnte oder irgendwas anderes. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was da los ist.
Hast du überhaupt das Kabel drin oder bist du über Router drin? Ich bin über Router drin, aber mit dem anderen Rechner war ich übers Kabel drin, deswegen ist es scheißegal. Aber jetzt kannst du reden, du bist da. Und du bist stabil. Oh. Ja, ich war vorhin auch immer mal wieder da und dann habe ich euch irgendwann nicht mehr gehört und dann war gut. Ist doch kacke, was du da tust. Was ist denn los mit dir? Das stimmt, ich weiß es nicht. Das ist doch der Rechner, mit dem du eh mal rausfliegst, ne? Ja, nicht immer rausfliege. Das ist der Rechner, mit dem ich hin und wieder mal kleinere Aussätze habe und mal einen halben Satz nicht verstehe. Das reicht mir. Wir probieren das. Ich kann heute nicht ohne dich was machen. Probieren ist es einfach und sonst müssen wir es aufgeben. Pass auf. Sophie. Und zwar, du startest mit neuen Glamour einfach deswegen, weil nachdem du zurückgekehrt bist, du ja auch irgendwann zur Polizei musstest. Wir spielen das natürlich nicht aus. Die sind nicht mal übermäßig banal, die dort sitzen und dich vernehmen. Aber das Banale daran ist, wofür du hier bestraft wirst, was so irrelevant ist, im Gegensatz dazu, dass du versuchst, im Endeffekt die Welt davor zu retten, ihren Zauber zu verlieren. Das ist das Problem. Du kriegst natürlich eine Geldstrafe aufgebrummt und ich gehe ganz stark davon aus, dass du Hendrik nicht verrätst. Hallo? Und er ist weg. Wahrscheinlich. Ist das nur TS, was dich killt? Ja, ich versuche mal eben, das TS zu updaten. Vielleicht liegt's daran. Mach das mal. Wir machen mal kurz die Aufnahme aus. Jo. Was ist das Letzte, was du mitbekommen hast? Ich habe von allem nur sehr wenige Bruchstücke mitgekriegt. Geil, ich weiß, also. Dass David zu Hause war und ich weiß, nee, dass ich... Achso, das David. Mit den Bullen, ne? Ich weiß, dass ich bei den Bullen war und dass ich mit 9 von 11 Banalität, genau, mit 9 von 11 Glamour starte, weil es weniger die Typen waren, die da rumsaßen, sondern eher der Akt an sich. Okay, du hast Hendrik nicht verraten? Nee. Gut, dann wird er dich finanziell unterstützen bei der Strafe, die du aufgebrummt bekommst. Ich sag mal, solange David arbeiten geht, geht das alles noch? Wenn du David mit durchfüttern müsstest, wäre eher schlecht. Ja, bist du bescheuert, die Verräter ihren Kumpel nicht. Ja, das davon bin ich ja ausgegangen. Aber ich kann das ja nicht einfach für dich entscheiden. David. Ja. Hast du Lust, wieder zusammengeführt zu werden mit Sophie? Gern? Okay. Also am 29. kommst du wieder nachmittags, abends, das ist ein Sonntag. Du bist ja bepackt mit allem möglichen Kram. Den Kram, den man halt so zum Übernachten braucht. Dann ein paar Geschenken, die du bekommen hast. Irgendwelchem hier Fleisch oder was auch immer. Mutti dir mit hier Schnöps. Was ist halt so hier? Das Jute-Zeug halt. Schöne vom Bahnhof. Einfach gemächlich in die Bahn einsteigen und nach Hause düsen. Es ist sehr leer auf den Straßen. Es ist Sonntag und es ist Weihnachten. Es ist einfach, die Stadt ist leer. Es sind keine, es ist mir egal, da. Ich habe einen Kater. Du hast auch noch einen Kater. Okay. Ja, das ist so. Ich habe jetzt seit dem 24. Mit Kater Zug fahren ist was richtig Schönes. Yeah. Dann fährst du nicht Kurzzug. Also mit was fährt man da? Fährst du vermutlich, ach Gott, ja, das ist nicht schön. Ich fahre so 6-7 Stunden mit Sicherheit, wenn ich überhaupt. Also ich bin nach Hamburg von Halle gefahren, 8 oder 9 Stunden, aber ich bin da nur eine ICE-Strecke gefahren, der Rest Regionalbahn, also ein bisschen weniger nehme ich an. Wird schon gehen. Aber das wird David niemals machen, denn in dem Einzug hier, der durch Niedersachsen fährt, darf man keinen Alkohol trinken. Was? Ja! Die eine nicht-deutsche Bahn da, die sagen, du darfst da keinen Schnaps verzehren. Also, erst schön nach Hause mit Kater, dicht bepackt mit Krams. Das ist schön, denn die Tür unten, die lässt dich, wie ihr sagt, einfach rein, ohne mit der Klinke zu klimpern. Überhaupt kein Stress. Beschwerlicher Weg nach oben. Dann grüße ich sie freundlich und sage, beginne ihr ganz freundlich. Sie zittert nur leicht und bleibt stumm. Dann öffnest du die Tür. Die ganze Scheiße hast du ja abgestellt dafür. Mach sie auf. Und Sophie tritt gegenüber aus dem Bad, also dem Duschenbad.
in ein Handtuch gewickelt, noch mit ein paar Wasserperlen, lachend. Und hinter ihr im Bad, da steht Kamal in einem Handtuch bekleidet, auch mit ein paar Wasserperlen und auch er lacht fröhlich. Nicht ihr fucking Ernst. Are you fucking kidding me? War das jetzt in-game? Ja. Hallo erstmal. Hi. Brauchst du Hilfe? Du und er? Ist ja interessant. Ja, wäre nett. Dann gib mir 2 Minuten, um mir was überzuziehen. Dann bin ich schon fertig, aber danke. Ja, ich pack den Scheiß rein. Sie und bin immer noch etwas Jojo. Und Kamal geht wahrscheinlich auch mit. Ja klar, der muss sich ja anziehen. 2-3 Minuten später kommt sie wieder raus und geht auch auf dich zu. Moin. Na? Wie war deine Reise? Anstrengend. Ereignisreich. Ja, das auch. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Ereignisreich und irgendwie hilfreich. Und du hast deine... Was hab ich? Deine neue Liebe gefunden. Keine Ahnung. Glückwunsch. Alles klar. Es kommt ein bisschen überraschend. Aber, und vor allem... Ja. Was? Irgendwie bist du so leise, ich muss dich mal lauter machen. Ich sagte, es kommt ein bisschen überraschend und... Eher. Warum eher? Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Du hast ihm aber nicht einen Deal angesprochen oder sowas. Was? Das ist aber bestimmt kein Deal von ihm oder so. Das ist schon... Nein. Hat er dich gerade Hure genannt? Ja. Ihm traue ich das zu, ich meine ja nur. Nein. Gut. Er wird also häufiger hier auftauchen. Möglich. Okay. Also ich freue mich für dich, dass du glücklich bist. Ah. Ich habe aber allerdings mit dem ein kleines Problem, wie du vielleicht verstehen kannst. Ja. Aber hey, glücklich. Wie kommt's? Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einfach so. Na dann. Wie war's? Seltsam, man will was teilen, aber man kann es nicht erzählen. Das ist irgendwie schwierig. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ich glaube, das trifft auch diese gesamte Situation gerade zurück. Das ist richtig. Warte, ich habe hier sogar noch was für dich. Okay. Er geht an seinen Schrank, holt ein Einhorn-Teddy raus, wo natürlich... ne? Also es ist mit Knopfaugen und so weiter und so fort. Das sieht halt schon... etwas nach deiner Zeichnung aus, aber natürlich bei Weitem nicht so monströs und böse, sondern eigentlich eher so völlig verniedlicht. Zu viel grinst. Ist das eine Drohung, eine subtile oder was? Nein, aber das ist ein cooles Bild und ich dachte mir, ich mach das mal hübsch. Hier, ich hoffe, du hast eine Freude dran.
Herzlichen Glückwunsch. Übrigens noch zum Geburtstag. Danke. Bitte. Warst ja nicht da zu deinem Geburtstag. Stimmt. Naja. Im Kühlschrank ist Essen, weil du Hunger hast. Ja, ich hab 1000 Kilo Muttern bestes Essen und so mitgebracht. Du meinst, du hast die Hälfte deiner Klamotten zu Hause gelassen und sie, meine Mutter schickt sie dir nach und dafür hat sie den Rucksack damit Essen vollgepackt, ja? Du kennst ja meine Mutter. Nee, ich kenne deine Mutter nicht. Also nur kurz. Aber ich kenne deine Erzählung. Sophie, wie hoch ist denn deine Geisterschärfe? 4. Das Einhorn, ne? Da ist Freude drin. Sag mal, Daddy, welche Ladung hast du da reingetan? Die erste? Die 2 Wochen? Oder die letzte? Naja, das was am besten reinpasste, war ja die die Knopfdinge Freude. Das ist halt das. Das passt am besten einfach da rein. Das ist halt die letzte, aber das ist. Okay. Naja. Sophie, es ist Freude mit einem Gemisch. Es ist aber auch das Einhorn, ne? Das ist halt schon. Sie ist schal und trüb. Es ist das Einhorn. Das passt am besten zu dem Einhorn. Sophie guckt sich das irgendwann an und meint, David, willst du mich eigentlich verarschen? Wieso? Sophie, du weißt jetzt, wo du es in den Händen hältst, dass du nicht mehr viel Zeit hast, das Geschenk abzulehnen. Sie legt es wieder ab. Ich danke dir für die Geste, David, aber nein. Okay. An euch beiden vorbei wird jetzt übrigens Kamal zum Ausgang stolzieren, als wäre das seine Wohnung, sich bekleiden, nochmal winken zum Abschied und dann gehen. Sophie winkt auch kurz. Also, er hat auch seinen gesamten Kram jetzt dabei. Sag mal, David? Warst du ja letztes Mal mit dem Gespräch mit Sof über viele Dinge uneins, aber wo ihr euch ja einig wart, waren ja, dass manche Begierden gezügelt werden müssen. Und du bist ja zum Messerwetzen schon vorher übergegangen. Was denkt denn nur für mich David eigentlich wirklich? Von dem Arschloch? Ja, von dem Arschloch weiß ich, was du denkst. Von der Situation. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist quasi. Der Typ ist irgendwie das unsympathischste Ding, was ich bis dato kennengelernt habe. Und der hängt mit irgendwie meiner Seelenverwandten zusammen. Das ist irgendwie seltsam. Das ist ganz, ganz gar nicht so schön. Ich verspreche dir, David, dass der Tag kommen wird, an dem Sophie, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, vielleicht dir das Herz bricht. Er wird bald kommen. Und dann hoffe ich, dass du dich von der Vergangenheit lösen kannst und für dich erkunden willst, was dein Zweck und dein Ziel hier ist. Yeah, das ist das Ding. Dafür braucht es wohl nicht mal die übernatürliche Kraft der Prophezeiung. Offensichtlich nicht. Wusste sie schon eher. Nee, sie ist eine Elon, sie ist eine Hexe. Hey, hörst du mal auf, meinen Spieler hier zu beeinflussen, du Hure. Was mit Davids Feind zusammengetan ist, lass ihn seine freien Gedanken, ich lass ihm ja auch seine freien Gedanken. Wie kommst du auch dazu, mich mit meinem Feind zusammen zu tun? War das eine Ingame-Frage? Nein. Okay. Gott, sowas würde er ja nicht fragen. Aber das denkt er. Ein bisschen vielleicht. Sophie, du kannst mal gucken, was du in Empathie hast und du hast Ausflüchte 3, okay. Du kannst mal eben gucken, was ich in Empathie habe. Sonst müsste ich nämlich jetzt die Dropbox anmachen und ich habe Angst um das machen wir nicht. Abbruch! Deinem Internet machst du am besten gar nichts. 3, du Tier. Also.
Also David scheint ziemlich gut damit klarzukommen. Dafür, dass er tatsächlich halt noch das Messer gewetzt hatte, ist er tatsächlich ziemlich cool damit. Du musst ihm sehr am Herzen liegen. Ja, aber ich muss ja jetzt auch nicht drauf rumreiten. Nee, das musst du nicht. Oh, David, in der Wohnung riecht es natürlich jetzt so ein bisschen nach Feuern, die in der Ferne brennen, mit einer Spur Zimt darin. Und Frost. Aber nur, weil Flumi behauptet, Frost riecht. Mhm. Verbranntes Salz riecht ja auch. Naja, stimmt, das hatten wir ja schon. Es ist ein interessantes Gemisch, Deli. Mhm. Ja, ich würde meine Sachen einräumen und weiter und so fort. So viel hilft dir. Und erzähl von deiner Reise. Ich glaube, ein bisschen sieht man ihr das auch noch an. Diese Reise war recht entbehrungsreich, offensichtlich. Korrigier mich, Spielleiter. Schon ziemlich viel Zeit vergangen, aber ja. Also am Mensch siehst du's. Mhm. Neues Fitnessprogramm, sagst du? Nee, nicht direkt, nicht freiwillig. Was in Kanada? Keine Ahnung, was du machst. Ja, da war der Traum der Meinung, ich müsste dahin. Oh so. Na dann. Ja, ich hab den Touristen getroffen, dann ist eine Welt explodiert und ich bin in Kanada gelandet, als ich irgendwann wieder da rausgefunden habe. Ich habe Fubas gesehen. Fubas? Was denn Fubas? Frag mal die Nöcker. Ja, die gehören auch zu den Leuten, mit denen man sich am besten unterhalten kann. Fubas. Klingt irgendwie seltsam. Klingt irgendwie nicht kanadisch. Ja, das war ja auch nicht in Kanada. Das war ja im Traum. Okay. Ja. Und was ist jetzt ein Fuba? Energie. Je nachdem, welches du triffst, eine andere Art davon. Ich glaube... Es ist die Verkörperung der ersten, ach, keine Ahnung, ich bin keine Naturwissenschaftlerin, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie Energie, die dafür genutzt wird, um sowas wie Naturgesetze aufrechtzuerhalten und zu schaffen. Okay. Es gab Gravitationsfubas und Elektrofubas und alles Mögliche. Ja, okay. Ich kann es nicht besser beschreiben. Also wenn es im Traum war, klingt das sogar relativ plausibel. Ja. Und dann... Ja, rausgekommen bin ich dann in Kanada, als ich dann aus dieser komischen Welt wieder raus wollte. Okay. Den Trick musst du mir mal zeigen. Und, ach ja, genau, ich habe das Schrimperium gesehen. Das Schrimperium? Ja, die Schrottgnome, die sind expandiert und es gibt jetzt das Schrimperium und den Schrimperator. Sie sind jetzt von Friede durch Vernichtung immerhin zu einer, imperialistischen Vereinigung aus, sie nennen sich Patrioten geworden. Mit dem Bildungs- und Erziehungsblock und allem möglichen. Vermutlich bis das Konstrukt irgendwann wieder in sich zusammenfällt. Und du hast also eine autokratische Diktatur geschaffen, die ja. Sie expandiert und sich dadurch am Leben hält. Genau. Also sie hatten sogar schon, ich glaube, 2 Saalpinsel in ihren Diensten. Versklavt, sagst du? Nee, die waren tatsächlich freiwillig da. Sie waren nur so ein bisschen brainwashed. Ach so, diese Art von freiwillig. Ja, diese Art von freiwillig. Solange du freiwillig mitkommst, müssen wir dich nicht schießen. Mhm.
Genau. Ich verstehe. Genau, also diese Art von freiwillig. Mann. Du hast das mit deinen Anhängern. Ja. Naja, ich denke, wie gesagt, dieses Konstrukt als Schrotgnomen wird irgendwann in sich zusammenfallen. Wenn die ersten dann von ihrer doch ihre Göttin verlassen. Nee, nicht von ihrer Göttin verlassen. Ich bin die große Vereinerin. Aber ja, aber der Schrimperator, die Statue des Schrimperators ist größer als ich. Das ist ganz wichtig. Also haben sie sich, sind sie quasi schon der Aufklärung unterlegen? Nee, das ist quasi der Alleinherrscher. Den ich angeblich ernannt habe. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass ich den nie ernannt habe, aber ich wollte ihn ihre Welt nicht kaputt machen. Zweifelst du am Schrimperator? Nein, ich würde nie am Schrimperator zweifeln. Er ist der Auserwählte. Siehst du, gut. Also ich glaube, es wäre auch, glaube ich, fatal für die Welt an sich, wenn das Konstrukt an sich. Das ist für die genau so, wie es sein muss. Alles klar. Und waffenlosen Widerstand und so weiter gibt es wahrscheinlich nicht. Noch nicht. Ich denke, der wird irgendwann kommen, aber noch nicht. Vielleicht wird das auch ein ewig währendes Imperium sein, wer weiß. Schrimperium. Das tausendjährige Reich. Das hatten wir in Deutschland schon mal versucht, das ist schiefgelaufen. Ja, das stimmt, aber da... Die Engländer, ne? Naja. Macht unser Imperium kaputt, um dann ein eigenes in Deutschland aufzubauen. Ich glaub's nicht. Ja, quasi. Das ist die neue Art des Kolonialismus. So. Ja. Ich verstehe. Hinterhältig sind die alle. So. Was hast du in Kanada gemacht? Den Winter gesucht und gefunden. Gottverdammt, das ist Kanada. Natürlich, da ist überall Winter. Ja. Und ich habe ihn gefunden. Ich hoffe, du hattest ein Zelt dabei. Nein. Das erklärt auch, warum du etwas abgemagert wirkst. Das wird wahrscheinlich schwierig gewesen sein. Ja. Ich meine natürlich, du hast hübsch abgenommen. Nein, habe ich nicht. Ja, aber eine Frau spricht man doch nicht aufs Gewicht an. Du bist hübsch geworden. Tolle das Diät hast du gemacht. Na, tolle Diät. Okay. Du könntest quasi einen Artikel in einem Magazin schreiben. Eine Woche Kanada, so nehmen sie schnell ab. Wenn es nur eine Woche gewesen wäre. Aber, nein. Ich bin gerade dabei, mich wieder in meine Klamotten reinzufuttern. Da bist du an dem genau die richtige. Ich habe hier quasi noch Braten. Der muss relativ schnell weg und ist genau das Richtige. Mutterspezial. Oh. Kann ich nur empfehlen. Soll ich dir was warm machen? Du musst mir nichts warm machen. Wir können uns zusammen etwas warm machen. Du hast doch bestimmt auch Hunger. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann die nächsten 3 Tage noch nichts essen. Bitte? Ich kann die nächsten 3 Tage wahrscheinlich noch nichts mehr essen. Warum nicht? Alter, ich bin so fett gefressen. Er riecht auch dezent nach Alkohol. Na eben, deswegen ja. Ja, es da ist musst halt du im Training bleiben. Du bist ein Einzelmännchen. Ich habe die letzten Tage nur gegessen und gesoffen. Das ist. Ja, warum solltest du dann jetzt Qual damit aufhören? Ich esse auch alleine, du musst nicht unbedingt. Danke. Oh nein. Möchtest du einen Magentee? Nein, das war schon. Weißt doch, nach dem dicken Braten kommt der Kümmerling. Okay. Möchtest du, haben wir überhaupt Kümmerling? Jetzt ja. Okay. Also, beziehungsweise haben wir Jägermeister. Boah. Ich mag kein Kümmerling.
Ich habe sogar die alte Jägermeistermaschine meiner Schwester gefunden. Die muss ich nur noch reparieren, dann funktioniert die wieder. Und dann können wir gekühlten Jägermeister trinken. Immer. Okay. Die habe ich mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Naja, zu Hause verstaubt die nur. Okay. Und bevor meine Schwester sich die krallt, weil die hat die nämlich gesucht und ich habe sie eher gefunden. So sieht das nämlich aus. Du bist so fies. Schlau. Ah, Verzeihung. Ich kann sie nicht bemalen. Ich wusste doch, wo sie liegt. Deswegen kann ich sie doch in die falsche Richtung schicken und sie mir selber ins Kissen stecken. Ah, so läuft das hier. Natürlich. Na gut. Dann werde ich mal gucken, was dieser Braten so alles kann. Aber wärmst du das Essen? Hm. Ich will sagen, was der Braten kann. Hm. Warm werden. Das, ja, auch, nicht nur. Er sendet Duftstoffe aus, Lockstoffe quasi. Das heißt, es klingelt an der Wohnungstür. Oben. Sophie ist. Ich mach die Tür auf. Wann steht da? In der einen Hand hat er einen Deckel von einem Kochtopf, in der anderen einen Kochlöffel. Wo ist er? Ich bin hier, hallo. Nicht du, der andere. Unser Gast ist weg, wenn du das meinst. Das will ich auch meinen. Ich beug mich leider ganz tief zu ihr runter. Dann sind wir schon mal zwei. Der hat so viel weh getan. Inwiefern? Bitte? Inwiefern? Ich ne, immer noch. Gleichen. Also. Na, das hat man gehört, dass er ihr weh getan hat. Alles klar. Willst du reinkommen? Ja, ich muss ja jetzt aufpassen, dass er nicht wiederkommt. Sonst kriegt ja eins über. Alles klar. Komm mal mit rein. Hm. Du, ich glaube, du musst... Ha? Hi. Ich glaube, du musst deinen Freund verteidigen. Hä, wieso? Hä? Ich habe David nur gesagt, dass wenn dieser Typ nochmal kommt, dieser Eschuh, dass er dann eins mit dem Löffel kriegt. Warum das denn? Ja, weil er dir doch wehtut. Nein, hat mir nicht wehgetan. Doch. Nein. Ich hab's genau gehört. Sei dir versichert. Ich stehe jetzt gerade mit einem richtig fetten, also mit einem Sophie muss auch lachen. Schämischen Grinsen dahinter. Was gibt's denn da zu lachen? Nein, er hat mir nicht wehgetan. Du kannst es mir ruhig sagen, ich werde dich jetzt beschützen. Ich muss nicht beschützt werden. Ich finde das total lieb von dir, aber es ist nicht notwendig. Er hat mir wirklich nicht wehgetan. Hä, na doch. Wie kommst du denn darauf? Na, weil man das gehört hat. Wenn man versucht, dass du schreien hattest. Ich hatte Schreien gehört. Ich hatte keine Schmerzen. Du siehst ein äußerst misstrauisches Kindergesicht. Sophie überlegt gerade, wie sie das am besten erklären kann. Ja, da bin ich mal gespannt. Erklären. Ja, ich auch. Sie kriegt übrigens eine zweite Portion vorgestellt. Und der Wanz kriegt auch eine Portion. Nee, nimm das weg. Sophie grinst ein bisschen und meint dann, naja, wenn okay, Kinder miteinander... Okay, nimm das weg. Wenn Kinder miteinander spielen, dann sind sie auch manchmal laut, oder? Das sagen nur Erwachsene. Ja, genau. Du bist kein Kind. Erwachsene können auch manchmal lauter sein. Und warum darf ich nicht mitspielen? Kaum bist du wieder da? Also wirklich. Weil das nichts für Kinder ist. Das ist nicht für Kinder. Das ist doof, dann spielt was, wo ich mitspielen kann.
Wir finden da bestimmt noch mal was. Ja. Ja. Das sind Erwachsenensachen, Wanz. Das finden Kinder ja, eklig. Ja, 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 ja. Du findest das sowieso nur eklig. Ja, 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 ja. Immer sind alles Erwachsenensachen. Na komm. Ja, ja, ja. Jetzt bist du aber unfair. Nö. Ich glaube, die küssen sich dabei. Beim Spielen. Siehst du, du findest das eklig. Ach, habt ihr Sex gemacht? Ja. Langweilig. Naja, besser als wenn das sie ihr wehtun würde. Nee, weil dann hätte ich sie ja beschützen können mit dem Kochlöffel. So muss ich wieder warten. Was heißt hier wieder? Na, bevor ihr eingezogen seid, habe ich manchmal mit dem Roland gespielt. Aber dann hat er immer Sex gemacht und dann musste ich immer warten und dann war er immer ganz wütend, wenn ich ihn gestört habe, obwohl wir ausgemacht hatten, dass wir spielen. Ja, ich verstehe. Wir haben immer gespielt, Roland ärgert sich sehr und schwarzer Puka. Aber dann kam wieder die dumme Frau von unten und dann hat er wieder keine Lust mehr. Die Frau von unten? Ja, die da. Und überhaupt, David, bist du ein Arschloch. Wieso ich? Weil du das Herrn Satt gesagt hast, obwohl du das ihm nicht sagen durftest. Was denn? Na, von dem Anker. Nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Und wann? Weiß ich nicht. Ich nämlich auch nicht. Glaub mir, ich hab's ihm nicht gesagt. Aber vielleicht hat er das anders rausgekriegt. Nee, was ist ihm bestimmt gesagt? Hoch und heilig versprochen. Dreimal. Wirklich? Ja. Und geht's dir gut? Wolltest du nichts essen? Ich muss Salat essen. Und Mohrrüben. Und Äpfel. Und Weintrauben. Warum das denn? Na, weil ich den Anker gebraucht habe. Sind Erbsen auch in Ordnung? Die darf ich auch essen, aber dann hole ich jetzt einen Topf mit Erbsen und Möhren raus. Hier? Eklig, sagt sie und stopft sich erstmal eine Handvoll in den Mund. Naja. Das ist das Einzige, was ich gerade habe für dich. Einen gebratenen Apfel habe ich vielleicht auch noch. Sagt sie und streckt die Hand aus. Ja, ich pack einen von den Bratapfeln und gib ihn ihr. Na, immer rein in den Schlund. David, du könntest es mal mit gefüllten Paprika versuchen. Ich weiß nicht, ob das so in... Von außen sieht man ja nicht, was drin ist. Ach, spielen wir jetzt wieder katholische Kirche? Ja, wir spielen jetzt das Maultaschenspiel. Gott kann nicht in die Maultasche reingucken? Natürlich nicht. Genauso wie er selten unter die Schaumkrone vom Kaffee gucken kann. Deswegen kann man da quasi den guten Rum reinpacken. Ach Gott, dieser Lappen. Ja, ich gebe ihr mal eine gefüllte Paprika. Hast du eine? Alter, ich war eine Woche bei meinen Eltern. Ich hab alles. Und womit ist sie gefüllt? Mit Hack. Das hast du nicht zu bestimmen. Ich warte auf Bestätigung. Ja? Ja, okay. Sie beißt rein und du hörst ein widerliches Knacken und dann hält sie sich die Backen. Das Ding ist unversehrt. Ja.
Okay, anscheinend kann der Traum wohl da reingucken. Er ist nicht so cool wie der, wie Gott. Ja. Da ist ärgerlich. Fleisch drin, David. Entschuldigung. Das ist aber ärgerlich. Das war ein Versuch wert. Jetzt kriege ich bestimmt Ärger. Du hättest besser aufpassen müssen, David. Wenn... Dann war das ja mein Problem. Also das war mein Fehler. Entschuldigung. Wenn du Ärger kriegst, dann sag Bescheid, dann komme ich und helfe dir. Okay. Die rennt runter. Ärgerlich. Ich glaube, jetzt kriege ich noch sehr viel Ärger. Ach. Deswegen denn? Weil du eine gefüllte Paprika gegeben hast? Und weil ich dich dazu angestiftet habe? Ja, stimmt allerdings. Du bist schuld. Ja, stimmt. Man soll schließlich auch sein Orakel hören. Ja, absolut richtig. Duty. So. Hey, wir haben wieder Platz im Kühlschrank. Dann kann jetzt die zweite Woche rein. Sehr gut. Du hast Tetris in deinem Rucksack gespielt, ne? Mhm. Also eigentlich kam ich runter und meine Mutter hatte den Rucksack voll. Deine Mutter hat Tetris mit deinem Rucksack gespielt. Ja. Oh, ich hab dann sehr, sehr coolen Deine Mutter-Witz gehört. Mhm. Deine Mutter hat so viel, so wenig Klasse, sie könnte eine marxistische Utopie sein. Ja, ich fand den auch schon ziemlich awesome. Na gut. Ich weiß nicht, wolltest du nochmal zu Martha oder soll ich gehen? Weil irgendwann, musst du deine Bettwäsche waschen? Nö, meine Bettwäsche muss ich nicht waschen, aber generell muss ich meine Klamotten waschen. ich hab alles gewaschen und alles ist gut. Muss da nicht nochmal hin. Wie hast du das eigentlich jetzt geplant in Zukunft? Gar nicht. Oder was meinst du? Naja, dein Freund. Taucht er häufiger jetzt auf? Keine Ahnung. Das war nicht geplant. Das dachte ich mir schon. Und nicht besprochen und nicht weiter geplant. Sondern einfach so, wie es halt war. Ich würde es sehr entgegenkommen finden, wenn er nicht so häufig hier ist. Vielleicht trefft ihr euch dann lieber bei ihm oder draußen. Ich dachte mir schon, dass du das nicht so gut findest. Wir finden da schon eine Lösung. Und dennoch hat sie sich nicht viel Mühe gegeben, pietätvoll zu sein oder rücksichtsvoll. Schnauzer Gewissen. Ich bin nicht dein Gewissen. Ich bin Harald. Das hört dich noch meiner Schulter. Du bist die Stimme der Baroness. Ja, ja, fick dich. Treibe kein Keil zwischen uns. Nein. Das macht Sophie doch. Ja. Yeah. Schlimm. Ich denke, wir finden da schon irgendeine Form, irgendeine Lösung. Sicherlich. Ich will euch auch nicht im Weg stehen oder so. Ich will, ne, das ist nur irgendwie... Ich verstehe sogar, dass das für dich irgendwie echt beschissen ist. Es fühlt sich komisch an. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hab's nicht geplant und das war auch irgendwie, keine Ahnung. Es hat sich einfach irgendwie ergeben. Ich weiß auch nicht. Puh, Hauptsache wird es glücklich, ne? Sag ich mal. Ich weiß nicht mal, wie das oder ob oder keine Ahnung
was jetzt wird. Deswegen. Werde ich schon aus Eigeninteresse versuchen, dafür zu sorgen, dass ihr euch nicht ständig über den Weg lauft. Wenn überhaupt irgendwie, dann vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ja, du, das kriegen wir bestimmt alles irgendwie. Vielleicht ist er ja auch ganz nett. Ich kenne ihn ja nur aus anderen Begebenheiten. Ich weiß. Und das ist ziemlich unglücklich gelaufen, möchte ich sagen. Das stimmt wohl. Ich hoffe nur, dass er dich nicht so verarscht wie mich. Warum sollte er? Keine Ahnung. Du bist genauso hart an seinem Erzfeind wie nah dran an seinem Erzfeind wie ich. Warum hat er mich verarscht, um an seinen Erzfeind zu kommen? Also glaube ich nicht, sondern das war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, aber zumindest habe ich irgendwie den Eindruck gehabt. Ich glaube nicht, dass die eigentliche ursprüngliche Intention war, dich irgendwie fertig zu machen. Aber gut, sei es dahingestellt, ich weiß es nicht. Also, was da jetzt wie lief. Ich glaube, du bist da einfach zwischen zwei Fronten geraten, zwischen die man besser nicht gerät. Um es mal so zusammenzufassen. Ja. Ich sag ja, ich hoffe nur, dass du nicht dazwischen gerätst. Ja. Aber darüber kann ich mir dann immer noch Gedanken machen. Das stimmt. Und bis dahin solltest du das genießen. Vorsichtig sein. Hä? Das Genießen und vorsichtig sein. Also das Vorsichtig sein sagt er halt auch ein bisschen leiser. Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Intention hintersteckte. Nachtisch? Klar. Na siehst du. Zack, komm, Kümmerling auf den Tisch. Ich bin zumindest ein Jägermeister. Oh, nee. Du hast ja gesagt. Nee, das ist kein Nachtisch. Natürlich, der ist gut für den Magen. Oh, willst du jetzt mit mir saufen, oder was? Naja, das ist, das Vertrauensstäbchen, der gibt ja immer, ne? Na gut. Und den ganzen Quark, Pudding etc. konnte ich nicht mitnehmen, also von daher. Ja dann, auf eine schöne Reise und auf neue Begebenheiten. Cheers. Cheers. Was gibt's denn bei dir Neues? Ja, keine Ahnung, aber ich krieg bestimmt noch irgendwas Neues. Das kann sein, ja. Oh, Game, ihr hattet darüber gesprochen schon. David hat ja schon geschrieben, dass der Typ gestorben ist. Ja, das ignoriere ich aber momentan gerade voll. Und Sophie will ihn da jetzt gerade nicht drauf ansprechen. Achso, na, weil du schon letztes Mal gedacht hast, dass du das nicht weißt. Okay, passt. Achso, nö, der. Achso, ja. Nö, ach, David, wenn er irgendwann mal darüber reden will, macht er das dann schon. Ich habe eine Einladung nach Leipzig gekriegt. Nach Leipzig? Nach Leipzig. Okay, von wem? Von unserer Baroness. Jojo? Zum Winterhof, ja? Oh, die ist aus dem Winterhof, ja, ne? Ja. Ist das der? Ja. Nein, oh, nein, immer noch nicht. Es ist ihr Hof und ja. Sie ist im Hof des Winters, ja, aber das ist nicht der Winterhof.
Ja, das ist mir klar, aber es ist nun mal eine eher frostige Stadt. Im Verhältnis zu Halle. Meinetwegen. Das war umgangssprachlich. Hey, wir haben hier keine genauen Termini, also erwarte ich von euch, dass ihr genaue Termini benutzt, okay? Das habe ich ja getan. Sie ist Mitglied des Winterhofs und ihr Hof ist dort. Also ist ihr Hof automatisch ein Teil des Winterhofs. Ist ja gut, du hast recht. Willst du hingehen? Ich weiß noch nicht. Möglich vielleicht. Mal gucken. Nimm den Schal mit. Sie grinst. Ah. In die liebenden Arme einer bösen Mutter, weißt du doch. Brauchen wir noch keinen Schal. Was? Die liebenden Arme einer was? Bösen Mutter. Einer bösen Mutter. Ist sie böse? War sie das? Nee, so wird sie genannt. Die böse Mutter. Ach so. Was wollte sie denn von dir? Sie fragte, ob ich Thorald erreichen kann. Thorald? Mhm. Was will sie denn von... Über den habe ich ja schon gar nicht mehr nachgedacht. Was will sie denn von Thorald? Das weiß ich nicht genau. Es war anscheinend nur wichtig. Aha. Vermutlich hat es was mit ihrer Arbeit zu tun, sagte sie. Also sprich mit Vampiren. I don't know, aber ich glaube, so ein Troll ist ein guter Pappenheimer, um ein Vampir auf die Nüsse zu geben. Und da er ja gerade joblos ist, kann sein, dass sie ihn anwerben wollte. Wer weiß das schon. Deswegen kommt sie aber doch nicht zu dir. Naja, doch. Nicht nur. Du spürst doch die Verbindung. Verspürst du ihn noch? Nicht mehr wirklich. Eben. Und so wie wir ihn, also wir haben die stärkste Verbindung zu ihm. Das kann ihn niemand finden, er ist gerade bei sich selbst, beim Traum. Ja, aber was kann Thorald, der eigentlich nur am Sommerhof war und sonst nirgendwo anders, denn Wichtiges haben? Und Thorald ist gerade äußerst schwach, wie ihr wisst. Was sie braucht. Außerdem ist er nutzlos im Moment. Er ist ein gottverdammter Troll, wenn der sich wieder gefangen hat. Er ist gerade nutzlos. Und sobald er sich wieder gefangen hat und an ihren Hof kommt? Warum sollte er an ihren Hof kommen? Nach dem, was er gesagt hat, hat er ja kein Interesse daran, an den Hof zurückzukehren, oder? Zumindest nach dem, was du erzählt hattest, nicht. Vielleicht will er einfach nur nicht an den Hof des Grafen zurück? Sie ist Beraterin des Grafen, sie ist Teil seiner aber sie gehört... Grafschaft. Ich weiß es nicht. Vielleicht will sie ihm auch einfach nur eine Offerte unterbieten und wenn er dann Nein sagt, ist dann ja was anderes. Möglich, aber sie ist Vasallin des Grafen. Letzten Endes muss auch sie auf sein Wort gehorchen. Ich glaube nicht, dass Thorald das tun würde. Das war ein Vorwand. Tut mir leid, das muss ein Vorwand gewesen sein. Möglich. Du weißt, dass er dir was verheimlicht. Naja. Mal schauen. Sie wird schon wiederkommen, wenn es dringend ist. Eben, denke ich auch. Es klingt auf jeden Fall interessant, sie mal zu besuchen an ihrem Hof. Mal meinen anderen Hof zu sehen. Warst du an anderen Höfen? Nein, ich war in keinen Höfen. Willst du mitkommen? Ich meine, das ist ein Winterhof. Zwar immer noch unter dem Sommer, aber hey, wer steht nicht unter der Fuchtel des Sommers gerade? Vielleicht, ich weiß noch nicht.
Wenn sie dich eingeladen hat, solltest du gehen. Deine Einladung schließt mich nicht zwingend mit ein. Das ist richtig. Siehst du? Aber immerhin bist du das Orakel des Winters, also ich glaube, das Nein sagen kann sie. Natürlich kann sie Nein sagen. Ich bin keine Schien mehr. Du bist fucking Orakel, also das muss nicht. Na und? Im Zweifelsfall hat das nichts zu bedeuten. Na gut. Ich meine, ich kann den Rechten, Privilegien und Titeln, die ich einst besessen habe, nicht entsagen und dann immer noch erwarten, mich auf so etwas berufen zu dürfen oder zu können. Ja, aber du bist dadurch ja nichts Niedrigeres geworden, sondern nur anders. Du hast diesen Ski abgesagt, aber immer noch bist du eine weise Frau, was das, beziehungsweise, ne? Eine Wegweiserin, Wegbereiterin deines Hauses, deines Hofes. Mag sein, aber wie gesagt, im Zweifel ist das nicht von Relevanz. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auf meiner Reise gelernt habe. Dann müssen wir daran arbeiten, dass wir das wieder zu einer Relevanz machen. Das hat damit nichts zu tun. Das ist nicht das, was ich meine. Sicherlich kann ich mich irgendwie darauf berufen, aber wenn es hart auf hart kommt, ist das nicht wichtig. Und nicht entscheidend. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich einfach irgendwer. Das sind wir alle, ne? Sind auch nur alle Teil von dem, was wir. Die Summe unserer Teile. Aber das sind die Ski genauso wie alle anderen auch. Wenn sie nur Scheiße bauen, haben sie immer noch keinen Anspruch auf irgendwas anderes. Ist das so? Meiner Meinung nach, ja. Deswegen gibt es ja Kontrollmechanismen. Wir werden sehen. Wie gesagt, nennen wir sie mal Orakel. Wenn du sie unbedingt besuchen möchtest, solltest du das tun, wenn dich das interessiert. Das ist sicherlich nie falsch, das kennenzulernen. Und sicher werde ich irgendwann auch mal meinen Weg nach Leipzig machen. Aber solange sie dich einlädt und mich nicht, möchte ich eigentlich Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Und die vielleicht auftreten, wenn ich dich einfach begleite. Vielleicht komme ich einfach mit nach Leipzig und verbringe meine Zeit dann da anderweitig. Leipzig ist eine große Stadt voller Wunder und interessanter Dinge. Ja, ich hatte das dann so geplant, dass ich dann morgens dahin fahre und
abends wieder weg. Weil die ganzen tollen, wunderbaren Dinge, die da nachts rumspielen, möchte ich, glaube ich, gar nicht kennenlernen. Du etwa? Nein. Sollten wir vielleicht Pfingsten dahin fahren? Maybe. Also du kannst sicherlich auch eher schon fahren. Oder wir können sicherlich eher schon mal fahren. Aber Pfingsten will ich da, glaube ich, mal hin. User disconnected from your channel. Na, das ist mal jemand Neues. Das war tatsächlich mal was Neues. Da hat sich unser Spielleiter verabschiedet. User glaub, joined your channel. Der hat, hallo. Der hat bestimmt nur auf den falschen Knopf gedrückt. Also Daddy, diese Aufzeichnung. Ja, ja, ich denke, es wäre vielleicht hilfreich, ja. Ich lade sie gleich hoch. Es ist immer Zeit. User in your channel started recording. Wir könnten auch noch ein bisschen... Wir haben ein bisschen länger, ne? Ja. Wir haben ja am Anfang die ganze Kacke gehabt. Ich vergaß. Typisch deutsch. Nein, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. So nämlich. Entschuldige bitte? Was ist denn los mit dir, ey? Das ist nicht mehr zu rechtfertigen jetzt. Pass mal auf, du Kleiner. Ja? Wir schicken Trolli einfach Pfingsten nach Leipzig. Warum denn Pfingsten eigentlich? Warum denn nicht? Da hast du immer was zu gucken. I don't get it. WGT? Stimmt. Stimmt, da war was. Ja. Kommt auf jeden Fall witzig werden. Sagt also, wir machen jetzt doch eine Pause, weil ihr leider raus seid. Ja. Ein bisschen vielleicht. Na gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. So, meine kleinen Dings. Ich musste echt lange daran arbeiten, dass das alles klappt, denn die Spieler geben irgendwie nicht so gerne Kontrolle über ihre Charaktere her. Keine Ahnung, was das soll. Und dann schien mir Daddy dafür oder ja David doch sehr, sehr, sehr gefasst. Das fand ich sehr schade, aber zum Glück hat er nachher offenbart, dass er innerlich zerstört war und gekocht hat. Voller Wut und Hass. Zu Recht übrigens. Und natürlich auch, dass, sollte das nicht trankinduziert gewesen sein, hätte ich vielleicht, na gut, würde er das schon als brutalen Verrat betrachten. Das ist gut. Zum Glück sterben die ja nicht, wenn die sich gegenseitig zu sehr hassen. Das wäre ja, also, ansonsten wäre das ja doof. Naja, gut. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Das war der letzte meiner Pläne, die ich eigentlich noch hatte. Aber jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Der Wanz und Schlangi waren geplant.
Deli und sein, also David und sein Name waren geplant. Die Sache, die hat mir besonders gut geschmeckt. Und jetzt werde ich Dinge tun. Mal sehen. Des Weiteren nur noch eine Folge pro Woche. Ich wollte auf jeden Fall die Reise von den beiden eng beieinander haben. Also, dass da nicht so lange Wartezeiten sind für die drei Leute, die da tatsächlich irgendwie das sich zweimal die Woche unseren Kram geben können wollen. Damit ist jetzt Schluss. Muss auch mal gut sein. Ansonsten Penis. Bis zum nächsten Mal.